Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Fischer Online mit dem Underwater Frank. Wir sind hier gerade auch Spiegelkarpfen und Schuppenkarpfen sind wir unterwegs, hier am Briesener See. Jetzt, ihr seht hier schon unten bei den Ködern, mit dem Futterkorb sind wir jetzt unterwegs. Ich habe jetzt hier eine kleine Futtermischung drauf, eine fertige, die man jetzt im Laden kaufen kann. Und das wollen wir jetzt mal gerade mal ein bisschen testen. Und die Karpfen wurden jetzt auch von der XP her hochgesetzt. Also man kriegt jetzt halt deutlich mehr XP, selbst auch für die grauen, also für die untermaßigen Karpfen. Das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal an. Wir gucken mal, wie viel XP wir jetzt hier bekommen. Auf den Sound hat er jetzt ein bisschen geändert. Wenn man jetzt einkurbelt, ich habe das mal ganz laut jetzt gemacht. Hier seht ihr schon Spiegelkarpfen, 72 Erfahrungspunkte. Also ist schon Wahnsinn, was man hier selbst für einen untermaßigen bekommt. Und die Ausrüstung habe ich jetzt so gemacht. Ich muss das hier ein bisschen anpassen. Hier sieht man jetzt auch das Wurfgewicht. Also 102 Gramm ist jetzt die komplette Montage. 60 Gramm Futterkorb. Denn hier auch das Lucky Fishing. Das nimmt also die Futtermischung. Sind auch schon über 30 Gramm Wurfgewicht. Dann hier halt den Futterkorb, ne? Und dann der Rest dann zusammen. Ich angle jetzt hier gerade mit mittleren Haken und Erdbeerboilie. Geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich bin jetzt hier auf der Karte ein bisschen weiter links gelaufen. Wir können uns das gleich nochmal angucken, wo ich hier genau stehe. Ich port mich mal einmal gleich nochmal kurz zurück. Kann ich euch das nochmal zeigen. Ja, also jetzt hier ist der Spawnpunkt. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz hier im Shop. Und hier im Shop bei Vorfach, Pose und Blei sind jetzt hier die Futterkörbe drin. Gibt jetzt 30 Gramm, 40 Gramm, 60 Gramm. Für die 18 Kilo Ruten habe ich jetzt ein 30 Gramm genommen. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Und dann gibt es hier halt die Lockstoffe. Ne? Lockstoffe für Karausche oder halt Lucky Fishing. Da habe ich jetzt erstmal vorbereitete Köderbälle. Habe ich jetzt erstmal Lucky Fishing. Können wir nochmal einen dazu kaufen. So, jetzt gehen wir mal zu dem Spot. Der ist nicht weit weg vom Spawn. Gehen wir hier links rum. Und dann seht ihr da gleich schon so eine Ausbuchtung. Und von da aus dann einfach in die Tiefe werfen. Von hier aus jetzt einfach in das tiefe Loch werfen. Ich guck mal, ob hier noch... Die erste Route ist schon wieder ruhig, okay. Mit die Route mal. Hier zeige ich euch gleich mal das Wurfgewicht, warum ich jetzt hier einen 30 Gramm Futterkorb genommen habe. Weil ansonsten wäre das nämlich zu hoch. Sonst wären wir da nämlich drüber, über dem Wurfgewicht. Und will gar nicht ausprobieren, was passiert, wenn wir da so deutlich drüber sind. Nicht, dass unsere Route da irgendwas passiert. Ja, da müsst ihr mal drauf gucken, dass das dann halt nicht in Rot dasteht. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir vielleicht noch eine andere Quest annehmen können hier. So. Mal einen Schuppenkarpfen, auch wieder untermaßig. 54 XP ist also Wahnsinn. Ja, hier habe ich jetzt 72 Gramm Wurfgewicht. Die Route hat ja bis 80 Gramm, ne? Und wenn ich jetzt halt einen 10 Gramm schweren Futterkorb nehme, bin ich halt schon drüber. Hier habe ich jetzt auch mittleren Haken, Erdbeerboilie mit dem Lucky Fishing. Mit der Anfütterung dann einfach hier so ein bisschen in die Tiefe werfen. Jetzt gucken wir mal. Ja, 4 Meter Tiefe haben wir jetzt hier. Mal die andere Route hier. Oh, hier ist schon was Größeres dran. So, auf jeden Fall, das Einkurbeln hat jetzt ein anderes Geräusch. Bremse habe ich nur ganz kurz mal gehört. Das hat sich für mich noch gleich angehört. Also Bremse habe ich jetzt keinen Unterschied festgestellt. Aber wir können einfach mal ein schwächeres Vorfach aufmachen, dann hören wir die Bremse auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall gleich mal machen. Also hier mal ein bisschen schwächer nehmen. Weil mir wurde gesagt, dass man die Bremse jetzt halt, ja, dass die jetzt sich ein bisschen anders anhört, aber auf jeden Fall das Kurbeln ist jetzt hier ein bisschen, oder? Das soll halt die Spannung der Schnur sein, ne? Jetzt eigentlich nur die Spannung. Aber das Einkurbeln ist, glaube ich, ein bisschen anders jetzt, ne? Ich habe das jetzt mal ganz laut gemacht, so laut wie es geht. Um es mal besser zu hören. Und es gibt auch neue Grafikoptionen, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Holen wir den erstmal nochmal raus, oder? Der ist schon nicht schlecht hier, ne?
Der bringt, glaube ich, jetzt schon deutlich mehr XP. Oh ja, der ist gut. Der ist gut. Ja, 3,3 Spiegelkarpfen, 146 XP schon. Ja, genau. Wir können dann mal hier ein leichteres Vorfach nehmen, damit wir die Bremse mal ein bisschen hören. Und wir mal sonst ein Elver, oder? Ein Elver. Was haben wir jetzt hier? 18. Ja, doch, Elver müssten eigentlich die Bremse denn schon hören, wenn da ein großer beißt. Mal ran. Erst einkurbeln hört man so ein ganz bisschen, ne? Achso, die Grafikoption, genau, die Grafikoption zeige ich euch gleich nochmal. Haben wir hier nochmal einen ganz kleinen. Aber alles Karpfen, ne? Also ich habe hier noch keine Bibel oder Karausche drauf gehabt. Hier, Grafikoption. Ne? Ich habe jetzt hier Anti-Aliasing könnt ihr jetzt einstellen, 8-fach Multisampling, MSAA könnt ihr aktivieren. Denn hier V-Sync könnt ihr aktivieren. Ne? Also hat er auf jeden Fall schon wieder einiges gemacht. Wir gucken mal gerade wegen den Quests. Hier Spiegelkarpfen, Muschelstücke, ja, können wir eigentlich machen, ne? Aber ansonsten haben wir hier keine Karpfen-Quest gerade drin. Ich hoffe jetzt auch mal... Ich glaube, eine andere Quest habe ich auch nicht. Also wir können ja mit Alt hier mal gucken. Nee, ist keine andere Quest gerade aktiviert. Wie gesagt, wenn ihr mit der Maus oben hier drauf geht, dann könnt ihr euch auch die Quest angucken. Mal gucken, was wir hier jetzt haben. Auf jeden Fall, die Deli macht sich hier sehr, sehr gut. Dass wir nochmal einmal die Bremse hören gleich. Kann er hier sonst auch mal 9,7er Vorfach aufmachen. Ich habe jetzt halt meist Erdbeerbolli drauf, in der Mitte ist einmal Krabbenbolli drauf. Aber sonst habe ich hier überall Erdbeerbolli drauf. Machen wir hier mal das 9,7er ran. Einfach mal testen. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich mit den Vorfächern jetzt keinen Unterschied festgestellt, dass das jetzt irgendwie weniger beißt oder so. Das habe ich auf jeden Fall nicht festgestellt. Auf jeden Fall das Lucky Fishing, also ich sag mal, ja, wie viele Fische sind das jetzt? Boah, also ich glaube fast 20 Fische oder so kann man das Lucky Fishing bestimmt nehmen. Also 15 bis 20 bestimmt. Dann haben wir nochmal einen kleineren. Gucken wir nochmal einen größeren. Oh, jetzt haben wir die Deli fertig. Deli ist fertig. Gucken wir hier nochmal rauf. Oh. Der ist schon ein bisschen besser hier. Vielleicht hören wir hier jetzt mal gleich die Bremse, aber... So, mal gucken, das ist gar nicht so gut, ne? Überschwere hat doch 2,6. Kriegen wir auf jeden Fall ganz gut XP jetzt hier. Jetzt reicht es. Oh ja, da haben wir die Bremse kurz gehört. Na komm, geh nochmal an die Bremse. Das Geräusch ist, glaube ich, gleich geblieben, ne? Also das mit der Schnurspannung hört sich gleich an.
Aber auf jeden Fall, Spot läuft ganz gut hier. Und so groß sind die Karpfen jetzt ja auch nicht. Also riesig sind sie jetzt ja nicht, dass man sie jetzt mit dem Anfangsequip nicht mehr rauskriegen sollte. Und man soll ja später auch die Futtermischung selber zusammenmischen am Wasser, ne? Also man kann ja wohl am Wasser das zusammenmischen. Mal sehen, wann er das reinbringt. So, mal gucken, was wir hier haben. Habe ich einen Spiegelkarpfen? Oh, 3,9. Der ist schon super. Der ist schon super. Habe ich noch einen 9,7er? 9,7er habe ich auch gar nicht mehr. Nee. Habe ich jetzt gar nicht mehr. Selber drauf. Ja, gucken wir nochmal wegen Quests, ob wir noch was annehmen können hier. Schleie, Forelle. Ja, hier ist jetzt leider nichts anderes mehr bei, was wir jetzt gebrauchen könnten. Gucken wir mal, was der Cache nachher bringt. Ja, auf jeden Fall schon mal ganz gut hier. 3800 XP haben wir jetzt schon wieder zusammen hier. Der Cache sieht auch gut aus. Auch ein paar kleinere. Jetzt gerade mal ein bisschen ruhiger. Spiegelkarpfen müssen wir noch vier Stück ab, noch drei Stück abgeben wegen Muschelstücke. Ja, wie gesagt, habe jetzt auf jeder Route hier den mittleren Haken drauf, damit wir vielleicht die kleinen Fische ein bisschen aus dem Weg gehen können. Wie gesagt, wenn ihr jetzt zum ersten Mal am Spiegel, an den Briesener See kommt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch Kleinhaken nehmen, ne? Also gerade mit der 8 Kilo Rute, dann wäre es, glaube ich, ganz gut, den Kleinhaken zu nehmen, damit ihr da nicht so eine heftigen Drills habt. Na, jetzt beißt, ach doch, jetzt geht's wieder weiter. Oh ja, jetzt haben wir Bremse. Ja, hört sich noch genauso an, oder? Ist jetzt kein Unterschied, würde ich jetzt sagen. Nicht wirklich ein Unterschied, oder? Nur halt das Einkurbeln mit der Rolle hört sich jetzt ein bisschen anders an, dass es sich nicht mehr so, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, nicht wie so ein kleiner Motor anhört oder so. Das war nicht am Anfang so, dass das Einkurbeln halt echt sich ein bisschen merkwürdig angehört hat. Ja, auf jeden Fall. Das läuft hier. Vielleicht mal gucken müssen. Richtig angeln hier.
Jetzt kommt schon so ein bisschen leichter Nebel hier. Wo die Sonne gerade untergeht. So ein bisschen diesig aus, ne? Die Grafik ist schon wirklich wunderschön gemacht. Also dazu auch der Übergang von Tag zu Nacht und so. Auch mit dem Nebel. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Mal gucken, wie groß der jetzt ist. Hier hatten wir jetzt ja das L4er Vorfach drauf. Na, so weit weg ist er ja nicht mehr, oder? Wird ja noch mehr, ne? Ah, nicht wirklich, ne? Okay, der stoppt dann zwischendurch. Da kurbelt er ganz, ganz langsam bloß noch, ne? Oder gar nicht mehr fast, ne? Guckt, kurbelt er gar nicht mehr, ne? Die Spannung hochgeht. Boah, was ist das denn? Das sah jetzt gar nicht aus wie ein Schuppi oder Spiegel. Das ist jetzt, glaube ich, auf Krabbenbeule hier. Mal sehen, was das ist. Oder ist das doch ein Spiegel? Ja, mal gucken. Doch ein Spiegelkrab, ne? Aber ein guter. Das ist schon ein guter. Gucken, wie viel XP der bringt. Na, jetzt kommt er da schon. Schauen wir mal, was ist. Oh, der sieht gut aus. Oh, 8,1. 332 XP. Alter Verwalter. Krass, dass die jetzt so viel XP geben. Wahnsinn. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein mit den kleinen Updates an dieser Stelle mit dem Futterkorb und so weiter. Machen wir hier. Eigentlich brauchen wir auch gar keinen Vorfach aufmachen, ne? Ich glaube, man kann auch ohne Vorfach angeln. Erstes mal mit ohne Vorfach hier. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Andorra Fring. Tschüss.